Der Mensch braucht... Nein. Der Bär braucht... Nein. Ein jeder braucht... Kommunikation ist, wenn einer zu einem anderen spricht und der andere spricht auch etwas und der eine spricht wieder zurück und so geht das hin und her. Man kann dazu auch sagen Quasselei. Wenn aber viele zusammen quasseln und tanzen und singen und Limo trinken, dann kann man dazu sagen Ringelpiez. Budenzauber. Ja, ja. Und alles das zusammen, kann man sagen, ist eine Party. Eine Riesenparty beim kleinen Tiger. Einmal sagte der kleine Tiger zum kleinen Bären, und sie hatten noch keinen einzigen Fisch gefangen. Autsch! Ich sage jetzt einmal, nun habe ich Geburtstag und wir feiern eine Party. Oh, eine Party und Geburtstag. Da mache ich sofort mit. Da bin ich hochbegeistert, rief der kleine Bär. Party? Rief da Ulrich Kastenfrosch. Habe ich recht gehört? Da bin ich aber voll dabei. Und sie ruderten an Land. Am Ufer war die musikalische Ente und wusch ihre Harmonika. Ein Ton hatte geklemmt. Lehm war im Getriebe gewesen. Wo lauft ihr denn hin, Jungs? Rief sie. Riesenparty beim Tiger, Quark. Ihr sagt, er hat Geburtstag. Quakte der Kastenfrosch. Party? Beim Tiger? Zu Haus? Da bin ich aber total dabei. Da spiele ich die Musik, da bringe ich die große Nummer, Leute, sagte die harmonische Ente. Sie zog die Harmonika aus dem Wasser und ging mit den anderen mit. Es müssen nämlich erst die Gäste eingeladen werden. Das geht nicht so schnell, sagte der kleine Tiger. Ihr könnt bei uns übernachten, bis die Party beginnt, sagte der kleine Bär. In der Nacht schliefen sie auf dem famosen Sofa. Unten der kleine Bär, dann der Tiger, dann die musikalische Ente und zu oberst Ulrich Kastenfrosch. Dann erst die Harmonika. Gegen 6 Uhr wachte der kleine Tiger auf. Was ist denn eine Party, Bär? Eine Party ist, sagte der kleine Bär. Wenn, ja, also wenn... Budenzauber, rief die musikalische Ente. Budenzauber Ringelpiez. Und alle tanzen. Ich mache die Musik. Und was gibt es zu trinken? Gänsewein, sagte der kleine Bär. Gänsewein hat die Tante Gans, rief die musikalische Ente.
Sofort riefen sie die Tante Gans an. Gartenschlauchtelefon. In den Trichter gesprochen, in den Gartenschlauch, der Gartenschlauch durch das Loch in der Wand hinaus in den Garten. Dort in den Maulwurfshügel und unter der Erde durch die Maulwurfswege bis zur Tante Gans. Die Tante Gans schlief noch. Hallo, Tante Gans, rief der Bär. Oh, hier, Tante Gans, wer dort? Bitte melden, rief sie. Hier, Bär, sagte der kleine Bär. Welcher Bär? Unser Bär, rief der kleine Bär. Euer Bär, der kleine Bär. Oh, der, rief die Tante Gans. Schon weiß ich Bescheid. Wie geht es dem Tiger? Was gibt es Neues? Es gibt eine Party für den Tiger. Er sagt, er hat Geburtstag, sagt er. Oh, eine Party, rief die Tante Gans. Da muss ich aber dabei sein, denn ich bringe den Gänsewein. Unter der Erde aber, neben der Telefonleitung, hatte der glückliche Maulwurf seine Bude. Und er hatte Besuch. Der Quasselkasper aus Wasserburg schlief bei ihm. Hatte halb im Traum, halb wach gehört, was der kleine Bär mit der Tante Gans sprach. Eine Party, Maule! Eine Party beim kleinen Tiger! Rief er. Da müssen wir sofort hin. Eine Party ist meine Lieblingsbeschäftigung. Quack, quack. Und wer kommt zur Party? Fragte indes Ulrich Kastenfrosch. Ja, wer kommt denn? Fragte der kleine Tiger den kleinen Bären. Na, alle, sagte der kleine Bär. Aber nicht der Fuchs, rief die musikalische Ente. Weil der mich belästigt. Zuerst müssen Einladungen verschickt werden, sagte der kleine Tiger. Die Einladung schreibt der Bär. Er hat eine schnellere Handschrift. Ich nenne die Namen. Der kleine Bär schrieb alle Namen auf eine Liste. Der riesengraue Elefant, der wilde Hund, Kaspermütze, der Löwe mit der blauen Hose. Das kleine Schwein. Nein, das nicht. Das kleine Schwein stinkt. Das aber doch, denn ich kenne es. Der kleine Bär sagte ja, aber er schrieb es nicht auf. Kleines Schwein? Nicht eingeladen. Aber der Fuchs, der Hase Baldrian, Schnuddelpferdchen, der Froschkönig und 100 andere mehr. Jetzt schreib 100 Zettel. Riesenparty beim kleinen Tiger, sagte der kleine Tiger. 100 Zettel geschrieben, die Zettel in 100 Briefumschläge gesteckt, die Adressen geschrieben, Briefmarken drauf. Die Briefe in den Korb in das Boot, mit dem Boot über den Fluss. Die Post in den Briefkasten. Verdammt viel Arbeit für den kleinen Bären. Und da kamen sie auch schon alle. Der Löwe mit der blauen Hose und Kaspermütze. Das Huhn mit dem Ei und die beiden Waldfrösche Hinze und Kunzi. Schnuddel und Schnuddelpferdchen. Der Mann mit der langen Nase. Der riesengraue Elefant. Von der einen Seite. Von der anderen Seite kamen die anderen Gäste. Oben der Kanari und unten der wilde Hund mit seinem Gesellen und alle, die wir schon kennen. Zuletzt kam das kleine Schwein. War gar nicht eingeladen. Schwamm drüber. Eine Party ist eine Party. Da kann auch mal kommen, wer nicht kommen soll. Und ehe sich einer versah, war die Bude knüppeldicke voll. Ach, verreisen Sie doch einmal mit mir zusammen nach Mallorca, Herr, sagte der Reiseesel zu dem Mann mit der langen Nase. Wir nehmen zusammen ein Zimmer, dann spart sich jeder den halben Preis. Beim Birnensaft
sage ich, ist das Wichtigste und das sollen Sie mir glauben, dass er schmeckt. Ist das nicht so? Jawohl, jawohl, sagte der wilde Hund. Genau so muss das sein. Wie viel spart sich jeder? Den halben Preis. Dann komme ich mit. Jawohl. So schnell findet Anna auf einer Party einen neuen Freund, der ihm hilft, Geld zu sparen. Bin hoch erfreut, sagte der Quasselkasper aus Wasserburg zum Kasper Mütze. Sie hier persönlich zu treffen. Auch ich habe eine Mütze, nur ist die ganz anders. Ich habe 6, sagte Kasper Mütze. Der Fuchs klimperte ein zärtliches Lied für eine junge Gans, denn er hatte sich verliebt. Auch das Gänschen hatte sich verliebt. Jeder gegenseitig in den anderen. So leicht verliert einer auf einer Party Herz, Kopf und Kragen. Nur Ulrich Kastenfrosch gefiel es nicht so recht. Er hing irgendwo herum. Die Party war ihm zu dumm, zu verdattelt. Er wünschte sich eine fetzige Sause, einen unvergesslichen Ringelpiez. Da ging er in den Garten und steckte den Gartenschlauch auf die Gartenschlauchtelefonanlage und drehte das Wasser auf. Und ehe sich einer versah, war die Bude vollgelaufen. Herr Jemine, war das eine Freude. Jetzt wurde die Party für jeden die schönste Party seines Lebens. Unvergesslich, riesenhaft. In Wasserburg ist alles haargenau so. Alles ist unter oder über Wasser, je nachdem, wo es sich befindet. Und beim Kofferpacken wäre ich Ihnen ganz gern behilflich. Sie müssen ganz dringend ein Badehöschen mitnehmen und so einen Gummiball für das Meer. Das kleine Schweinchen sagte zum Löwen mit der blauen Hose, Sie doch mal bei mir vorbei. Ich back Ihnen Kuchen. Ich meine, wir passen auch gut zusammen. Sie so stark und ich so schön. Und gab ihm seine Adresse. Die Arme vor und zurück. Vor und zurück. Als die Party am schönsten war, kam Waldschmidt Ziegenbock. 8 Stunden zu spät. Da öffnete er die Tür und das Wasser mit seinen Gästen lief heraus. Eine wunderschöne Party war das, sagte der riesengraue Elefant. Und da hatte er verdammt recht. Jeder hatte mit jedem ein schönes Gespräch gehabt. Jeder hatte vom kleinen Schweinchen die Adresse bekommen. Und wer vorher einen bösen Feind hatte, hatte hier mit ihm ein Glas Gänsewein getrunken und alles war wieder in Ordnung. Der kleine Bär trug die Möbel wieder in die Bude. Der kleine Tiger sagte, und übermorgen werde ich sagen, nun hast du einmal Geburtstag, Bär, und wir feiern eine Party. Oh ja. Übermorgen habe ich Geburtstag und wir feiern eine Party. Da will ich
Aber hoch, begeistert, brummte der kleine Bär und schlief schon lange. Denn für ihn war es ziemlich viel Arbeit gewesen. Das war eine schöne Party. Also alles, alles eine schöne Party. Werde ich wohl nie vergessen können. Mhm.